Im Oktober 2013 war es wieder soweit. 4 Tage und 3 Nächte feierte Gera ein Ereignis, das Höhlerfest. Neben dem kulinarischen Angebot, mittelalterlichem Spektakel und musikalischen Highlights gab es einen besonderen Höhepunkt während der Festlichkeiten in der Stadt. Das spielte sich allerdings unter Tage ab. Was natürlich niemand versäumen sollte, sich die Höhle anzuschauen, die in unterschiedlichen Besichtigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Erwähnt sei natürlich auch die Höhlerbiennale, die in diesem Jahr bis zum 13. Oktober noch zu besichtigen ist, also übers Höhlerfest hinaus. Das klang doch sehr vielversprechend. Wir waren aber nicht nur in den unterirdischen Höhlern unterwegs. Wir trafen auf einen mehr oder weniger skurrilen Showact, sprachen mit einem Giftmischer und ließen uns in eine fantastische Welt eines Handwerkers entführen. Dazu kommen wir aber später. Auf dem Marktplatz fand der obligatorische Bierfassanstich statt. Nach der kurzen Begrüßung durch den Herold und Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn wurde das erste Bier vom Stadtoberhaupt gezapft. Pietro, hallo Gera! Und die Bewohner und Bewohnerinnen, schön, dass ihr auch wieder da seid. Hier auf diesem mittelalterlichen Markte zum 23. Höhlerfest. Ja, es wäre auch ziemlich langweilig ohne euch. Ich fülle die Gläser richtig voll. Ein gutes Fest. Auf euer Wohl. 2012 brauchte sie genau 2 Schläge beim Bierfassanstich. 3, 4. Explodiert jetzt gleich. Ja. Noch 5 Schläge und das kühle Nass floss reichlich in die Biergläser. Na dann, Prost. In der großen Kirchstraße ließ sich derweilen die Meute von einem Mönch bespaßen. Svetislav Jergisch ist der Name des Straßenkünstlers aus Kroatien. Er sieht einen vorbeischlendernden Passanten und schon ertönt Musik und ein passender Spruch. Die Meute ist begeistert. Wie macht er das? 1300 Lieder habe ich in meinem Kopf in ein Gerät hier und für jedes Lied muss ich eine 3-zahlige Nummercode wissen. Schon einige Male war der Straßenkünstler zu Gast in Gera und immer wieder traf er auf großen Zuspruch. Auch in ganz Deutschland. Wie kam es überhaupt dazu? Ich stand vor so 17, 18 Jahren, dann war Krieg bei uns in Kroatien, ehemalige Jugoslawien. Dann bin ich angefangen mit Straßenkunst. Also erstmal habe ich Akkordeon gespielt auf Straße. Da habe ich gesehen, dass Leute, welche machen eine Show, ein bisschen Comedy, dass das besser ankommt. Dann habe ich angefangen mit einer kleinen Puppe und so. War eine Kassettenrekorder. Das war ganz simpel, aber ganz anders. Und dann irgendwann war mir das langweilig. Da habe ich angefangen mit diesen Liedern, das so ein bisschen parodieren, ein bisschen bunter machen, diese Show. Aber in die Zeiten war das schwer, weil es gab noch nicht diese Technik, diese Computer, diese Funk wie heute. Da habe ich mit Walkmans gearbeitet. Ich habe 10 Walkmans gehabt und dann auf jedem Walkman waren so ein paar Lieder, wenn ich das in Kreis. Aber ich war viel jünger, also ich habe noch andere Energie gehabt und kam auch gut an. Also Show hat nicht diese Dimension gehabt wie jetzt. Und habe ich das immer mehr entwickelt. Und dann kamen diese Minidiscs, da konnte man bis 250 Lieder machen. Da war auch irgendwann mal voll. Dann habe ich, und dann durch einen Zufall im Internet, da war schon Internet, gefunden ein Gerät, wo man kann das so sehr viele Lieder machen. Und habe ich das immer weiter entwickelt. Und es ist eine lustige Parodie entstanden. Es ist also eine Parodie, vor der keiner sicher ist. Es ist auf keinen Fall nicht versucht, die Leute hier zu beleidigen. Es ist eine Versuch, lustig zu machen, mit viel Charme, auch mit Parodie. Und dadurch, dass heutzutage schon 1300 oder 1400 Lieder habe ich, ich kann mich sehr gut anpassen auf die Publikum. Also es heißt, tagsüber ist es eine Familie, ein bisschen netter, ein bisschen lieber. Abends, wenn ein bisschen Alkohol und die so Jugendliche kommen, ist es ganz anders. Also man muss ein gutes Gefühl haben dafür. Also
Viele sagen, hast du noch nie Ärger gekriegt und so. Eigentlich nicht, weil ich schätze das dann sehr gut an, wie tief gehe ich, wie weit gehe ich, wie Leute sind drauf. Und es macht mir einfach Spaß, das zu machen. Unser Weg führte uns selbstverständlich als nächstes in die Höhler. Dort konnten wir einige Kunstwerke der Höhler Biennale bestaunen, wie zum Beispiel auch das Siegerwerk von Erdmute Brautsch in meinem Zimmer. Zurück auf dem Mittelaltermarkt, dort erwartete uns ein Giftmischer. Wird hier denn wirklich Gift verkauft? Bei diesem Gedanken wurde uns doch etwas schwindelig. Also haben wir noch einmal nachgefragt. Matthias Delaney erklärte uns, was es mit seiner Giftküche auf sich hat. Darf ich mich mal vorstellen, mein Name ist Ney. Wir sind eine Familie, die seit 1645 Parfum macht. Und Parfum war damals nicht üblich, dass jeder einen Parfumduft hatte. Also ging man zu einem Chemiker oder damals schon mit seltensamen Dingen etwas experimentiert hat. Und man hat immer gedacht, oh, das ist eine Giftküche. Da werden irgendwelche Sachen gebraut. Und deswegen heißt das immer der Giftmischer. Die Parfümherstellung hat eine lange Tradition, so auch in der Familie Ney. Wir haben natürlich, da ich schon seit 1645 in meiner Familie Parfum hergestellt wird, haben wir natürlich Düfte aus der alten Geschichte. Das heißt, wunderbare Dokumentationen, Bücher, Rezeptbücher, Auftragsbücher meiner Familie, die gut erhalten sind und die wir natürlich ausgegraben haben aus alten Dachbodenfunden und Kellerfunden, die nicht zerstört waren. Die Düfte haben wir nachgebaut und recherchiert und haben festgestellt, hoppla, da gab es Düfte, die kosteten damals richtig viel Geld. Und man brauchte auch eine ganze Zeit lang, auch die Düfte herzustellen. Matthias Delaney erklärte uns, dass heute jeder ein Parfüm kaufen kann. Aber das war nicht immer so, denn ein Parfüm bestand damals noch ausschließlich aus natürlichen Stoffen. Die Anzahl der Blütenblätter, die man dafür brauchte, um ein Fläschchen herzustellen, war so enorm, dass sich damals nur Adlige ein Parfüm leisten konnten. Aber meine Familie hat mehr exklusiv gearbeitet. Es gab ja nicht der normale Kunde, der ein Parfum hatte. Nein, es gab natürlich nur der Adlige, der Parfum hatte. Und wenn man überlegt, die Académie des Français in Frankreich hat mal festgestellt, ein Bauernhof kostete 500 bis 600 Louis d'Or. Das sind heute umgerechnet 125.000, 130.000 Euro für einen Bauernhof. Eine Flasche Parfum. 7.000 Louis d'Or, dafür kriegte man 14 Bauernhöfe für eine Flasche Parfum. Das ist schon Wahnsinn. So werden heute die Duftstoffe synthetisch hergestellt, damit eine große Anzahl der beliebten Parfüms entstehen können. Aber was bedeutet denn Parfüm? Woher kommt der Begriff? Parfum heißt übersetzt durch den Rauch. Per für durch und fumare fum heißt Rauch. Das wissen viele Menschen nicht. Aber wenn man das Wort jetzt mal definiert, ganz interessant. Denn Beginn der Steinzeitmenschen hat man eigentlich schon Parfum gehabt. Indem man ein Lagerfeuer gehabt hat, hat Materie verbrannt. Und durch das Verbrennen der Materie ist natürlich ein Rauch entstanden. Das heißt, jede Pflanze hat Harze, irgendein Wirkstoff. Wir sprechen eigentlich, wir Parfümeure, von der Seele der Pflanzen. Musikalisch konnte man auf dem Höhlerfest 2013 auch so einiges erleben. Da spielte am Donnerstag die DDR-Rockband Karussell. ABBA World Revival gastierten auf der Hauptbühne, die wohl beste ABBA-Coverband der Welt. Harmonisch war es hingegen am Goethe-Gymnasium. Matthias Faul zeigte in seiner Show, was mit Licht alles möglich ist, und präsentierte sein Lichtspektakel an der Fassade des Gymnasiums. Mal eine andere Art der Kunst. Na, ich habe mal so mit Malerei begonnen und habe dann mal mit einem Projektor, da ich festgestellt habe, es gehen kaum noch Leute in Ausstellungen, also zumindest bei uns war es regional so, habe ich gedacht, dann zeigst du mal Kunst so, auf die Art, und dann wurden es immer mehr Projektoren und dann habe ich die Technik verbessert und so weiter und so fort. Naja, hat sich irgendwie so entwickelt. Insgesamt 22 Projektoren kamen zum Einsatz. Unser Weg führte uns aber erneut auf den Mittelaltermarkt. Jörg Schlutter ist Tischler. Neben Alltagsgegenständen stellt er auch ganz besondere Dinge wie Schmuck und Spielzeug für Kinder her. Ein Tischler hat manchmal im Winter nicht viel zu tun, sitzt in der Werkstatt, hat seine Holzreste und dann überlegt er sich, was könnte er draus machen. Und da ist Spielzeug entstanden draus. Zauberhaft wurde es, als er die Geschichte vom Zaubernussbaum erzählte. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, die Geschichte vom Zaubernussbaum. Auf meinen weiten Reisen durch die große, weite Welt
bin ich irgendwann ans Ende der Welt gekommen. Da ist unsere Welt zu Ende und die der Märchen und Sagen beginnt. Wart ihr schon mal an der Grenze zum Märchenland? Dann müsst ihr nämlich hier suchen und im selben Augenblick ganz weit weg. Und genau auf der Grenze, da steht der Zaubernussbaum, bewacht von dem großen, fürchterlich feuerspeienden Drachen. Und als ich hingekommen bin, war nicht eine Zaubernuss dran, nur Blätter wie hier an den Bäumen. Da war ich traurig, den ganzen Weg umsonst gemacht. Und dann hat sich auch noch die Sonne hinter den Wolken versteckt. Es wurde immer dunkler und ich immer trauriger. Man merkt bei Kindern immer gleich, ob es ankommt oder ob es nicht ankommt. Bei Erwachsenen ist das nicht ganz so. Aber bei Kindern ist immer so, dass wenn man eine Geschichte erzählt oder wenn man mit Kindern arbeitet, hat man sofort die Rückmeldung, ob es ankommt oder nicht ankommt. Und genau dort habe ich dann eine Zaubernuss aufgemacht. Und was kam raus? 5 Edelsteine. Ja, aber wie kommt die da rein in die Zaubernuss? Der Zauber ist, die Farben vom Regenbogen werden eingefangen und in Edelsteine umgewandelt. Und wenn dann die Edelsteine befreit werden aus der Zaubernuss, kann man dann Schmuck draus herstellen. Und die haben teilweise Zauberkräfte. Ich war schon in Kindergärten, wo jetzt die Kinder in die Schule kommen und die Zaubersteine, die helfen dann beim Lernen. Denn manchmal braucht man von außen einen Schub und einen Anschubser, um an die eigene Kraft zu glauben. Traditionell fand auch wieder der Höhlerfestumzug mit anschließender Verleihung der Bierstange statt. Auch 2014 erwarten die Besucher einige Highlights. Vorangestellt die 777 Jahrfeier, die ihre Krönung mit dem Festumzug findet. Aber wer bekommt dieses Jahr die Bierstange? Was erwartet uns in den unterirdischen Höhlern? Diese Fragen werden geklärt, wenn es wieder heißt, 4 Tage, 3 Nächte, ein Ereignis. Ist ja so fotogen. Hast du viel?